Die zweite Frage, glaube ich, richtet sich an die, genau. Lesen wir diese vielleicht einmal kurz vor. Oft wird im Zusammenhang mit Online-Marketing nur Social Media genannt. Was gibt es dort noch an Strategien? Und häufig hört man auch den Begriff Content-Marketing. Ja, ich glaube, in der heutigen Zeit gibt es da sehr viele unterschiedliche Strategien, um auf sich aufmerksam zu machen, beziehungsweise hier eventuell auch bekannter zu werden als Unternehmen. Sehe ich das richtig, Philipp? Genau, so sieht es aus. Dann gehen wir mal weiter in der Präsentation. Mhm. Grundlegend auf dieser Folie habe ich jetzt einmal die, sagen wir einmal, die meistgenutzten Instrumente, Online-Marketing-Instrumente aufgelistet. Natürlich, wer sucht, wird fündig. Also da gibt es natürlich noch viel mehr, aber das sind jetzt einmal die grundlegenden und auch die meistgenutzten halt Online-Marketing-Instrumente. Ich beginne einfach einmal ganz oben. Da haben wir zuerst einmal das Thema E-Mail-Marketing. Viele werden es kennen und es ist jetzt auch nicht, sagen wir mal, die neueste Strategie, um Online-Marketing zu betreiben. E-Mail-Marketing klassisch. Man hat einen Bestandskunden, aber wir als Unternehmen haben ein neues Angebot, ein neues Produkt. Hier kann man einfach eine E-Mail an die Bestandskunden hinaussenden und das neue Produkt eben quasi vermarkten, den Usern quasi dann näher bringen und hoffen oder dann halt auch hoffen, dass sie es kaufen. Man kennt es auch, viele schreiben auch mit unverbindlichen Angeboten andere Unternehmen an. Dort ist aber Vorsicht geboten, vor allem auch im E-Mail-Verkehr. Aufgrund der Datenschutzgrundverordnung und auch im Generellen sollten Sie in Ihrem Land selbst nachschauen, wo dort die gesetzliche Regelung ist. Prinzipiell kann man immer sagen, zuerst muss man eben aktiv vom Kunden die Daten bekommen haben, sei es jetzt die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer, und dieser Kunde muss auch zugestimmt haben, dass wir die jeweiligen Daten verarbeiten können. Im E-Mail-Marketing ein häufig genutztes Tool, aber ich sage in der heutigen Zeit schon ein wenig in den Hintergrund gerückt, vor allem wenn wir uns die Datenschutzgrundverordnung quasi in Betracht ziehen. Gehen wir weiter zum nächsten. Beim nächsten haben wir den Begriff SEO. Viele werden ihn schon können und irgendwie mit Google in Verbindung bringen. Ja, was heißt SEO oder auch SEO, um die englische Abkürzung nochmal zu nennen? SEO steht für Search Engine Optimizing oder Optimization halt. Und zu Deutsch ist das grundlegend die Suchmaschinenoptimierung. Was will man dort bewirken? Man will die eigene Seite, die eigene Homepage, den eigenen Webshop dazu bringen, dass die jeweilige Unterseite oder auch von die Startseite des Shops zum Beispiel gut bei Google rankt. Und nicht nur irgendwie auf Google, sondern gut auf eine bestimmte Suchanfrage, die ein User eingibt. Zum Beispiel, ein User gibt ein Trinkflaschen oder Glasflaschen und sucht dort einen Online-Shop eben. So versucht man eben die verschiedenen Unterseiten des Shops, die verschiedene Website genau auf dieses Keyword quasi zu optimieren, auf diese Suchanfrage. Eben wie schon genannt, das könnte sein Trinkflasche kaufen oder Trinkflasche online bestellen, und dort versucht man dann im besten Fall auf der ersten Seite mit der eigenen Homepage bei Google zu landen und noch besser natürlich in den Top 3 Suchergebnissen. Bei SEO gibt es solche Dinge noch, dass ich es erwähnt habe. Viele, die sich jetzt genauer schon mit dem Thema irgendwie in irgendwelcher Art befasst haben. Es gibt die Off-Page-SEO-Optimierung und es gibt eine On-Page-SEO-Optimierung. Bei der On-Page-SEO-Optimierung haben wir solche Dinge drin. Wie strukturiere ich meine Webseite? Welche Inhalte schreibe ich
in den Inhalt von meiner Seite, in die verschiedenen Überschriften und welche Bilder liefere ich, wenn ich auch in zum Beispiel der Google Bildersuche ranken will oder binde ich noch Videos ein und so weiter. Und auch solche Dinge, wie gestalte ich den Titel der jeweiligen Unterseite und die Beschreibung bei Google. Off-Page SEO fliegen immer diese Begriffe herum mit Backlinks, Backlink-Profil und den sogenannten Wert Domain Authority. Einfach grundlegend, dass ich das erwähnt habe, Off-Page SEO, da dreht sich es darum, wie sinnvoll und wie viel Wichtigkeit und Mehrwert quasi der Google-Algorithmus findet, dass meine generelle Seite den jeweiligen User liefert. Gehen wir weiter zu SEA. Also das so quasi, kann man einmal sagen, der Kontrast zu SEO. Hier versucht man nicht durch verschiedene Optimierungen direkt auf der Seite oder durch Aufbauen von einem Backlink-Profil gut bei Google zu ranken, sondern man nimmt Mittel in die Hand, also man nimmt Geld in die Hand und zahlt Google einen gewissen Betrag. Im Speziellen bei jetzt Google, sagen wir mal, einen speziellen Betrag wie zum Beispiel jetzt 1,50 €, und dort zahlt man immer den Betrag quasi per Klick. Also wenn ein User jetzt auf meine Anzeige klickt, dann wird erst der Betrag von meinem Konto abgebucht. Und viele kennen auch dann das ganze Auktionsmodell im Hintergrund. Also wenn ich jetzt in den verschiedenen Märkten werde ich wahrscheinlich Mitbewerber haben. Sonst ist man schon sehr früh dran bei irgendwelcher Nische, aber im meisten Fall hat man eben einen Mitbewerber, der eben auf die gleiche Suchanfrage vom User auch Werbung schaltet. Also man hat dort auch wieder die Suchanfragen vom User. Also nehmen wir wieder das gleiche Beispiel. Trinkflasche online bestellen zum Beispiel. Dort gibt es mich als Unternehmen, als Webshop und noch meinen Konkurrenten. Ich sage jetzt, ich will hier auf Platz 1 ranken, also unter den Anzeigen, weil man kennt das, die ersten 2, 3 Suchergebnissen bei Google sind in den meisten Fällen bereits schon Anzeigen und danach kommen die quasi die organischen Suchergebnisse. Und wenn ich jetzt bei der ersten, also die erste Anzeige meiner Webseite sein sollte, dann habe ich am meisten für diesen Suchbegriff geboten in der Keyword-Auktion quasi. Ich biete 2 € eben jetzt für meinen Suchbegriff Trinkflasche online bestellen und mein Konkurrent bietet 1,50 €. So habe ich mehr bezahlt und stehe auch vor ihm jetzt eben in den Suchergebnissen. Kommt er drauf, dass er jetzt unterboten wurde von mir und bietet aber danach 2,50 € als Beispiel, so steht er wieder über mir, grob gesagt. Im Hintergrund hat dort der Algorithmus noch mehrere Werte, quasi wie wichtig empfindet wieder der User, die Beschreibung, wie oft klickt er im Durchschnitt drauf. Aber prinzipiell kann man sich dort immer merken, der Höchstbietende ist dort eben immer an erster Stelle. Und es gibt noch das Google Display oder das Google Netzwerk, das kann auch YouTube sein oder auf irgendwelche Blogs kann man eben Google Ads schalten. Dort kann man auch eben noch mit SEA, also SEA quasi Werbung schalten, quasi auch verschiedene Bannerwerbung auf anderen Seiten, nicht nur in den Suchergebnissen unser Angebot eben bei Google platzieren. Ja, dann gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt wäre eben jetzt, ich glaube, das ist auch bei der Frage genauer gefragt worden, um das Thema Content Marketing generell. Das kommt mir auch im Speziellen so vor. Jetzt hört man das eben etwas häufiger und das Ganze hat, glaube ich, ein wenig mit Dingen wie Social Media zu tun. Content Marketing kennen viele sicher auch durch einen Corporate Blog oder durch einen Blog auf einer Webseite. Man schreibt zum Beispiel, nehmen wir jetzt einmal ein anderes Beispiel, zum Beispiel eine Seite auf dem Blog oder einen Beitrag
zu Struktur Lebenslauf. Und wir bieten quasi dann dort den User, der was nach, bei Google nach Struktur Lebenslauf sucht, einen Inhalt, sei das jetzt eben textliche Sache, wie wir es vom Blog können, oder auch kann das Ganze passieren mit einem Video. Also man kann auf der Unternehmensseite ein Video platzieren oder eben in den verschiedenen Social Media, auf YouTube oder so. Genau, also man bietet dann immer einen quasi einen Inhalt, den User, der quasi nach diesem Suchbegriff gesucht hat und genauso einen Inhalt finden möchte bei Google. Zu den genauen Formen gehen wir dann weiter in den nächsten Slide ein. Jetzt haben wir noch den Punkt Community Marketing. Community Marketing hat auch viel mit Social Media zu tun. Man baut sich quasi eine Fanbase, eine Community rund um das Unternehmen auf, rund um die jeweilige Dienstleistung oder um das Produkt. Quasi mit den Hintergedanken, wir wollen jetzt nicht nur der Kunde kauft bei mir, weil er gerade eben eine Trinkflasche oder so gebraucht hat, weil die andere kaputt worden ist oder weil er jetzt wieder begonnen hat, Fußball zu spielen oder solche Dinge, sondern wir wollen den Kunden wirklich begeistern für das Produkt und eben auch für das Unternehmen. Also er ist quasi ein Fan des Unternehmens und kauft nicht nur, weil er diese Flasche gerade oder dieses Produkt benötigt, sondern weil er wirklich auch hinter den Unternehmen steht und ein Fan ist. Man kennt es auch gerade, das fällt mir gerade ein, weil wir gerade beim Thema Fußball waren, von den verschiedenen Fan-Trikots. Keiner braucht jetzt ein neues Sporttrikot, wenn man eh schon 10 hat, sondern man ist Fan von den jeweiligen Vereinen, von der jeweiligen Fußballmannschaft und kauft dort eben die neuen Trikots, wenn eine neue Saison oder so begonnen hat. Genau, aber das Community Marketing hat im Speziellen auch im Social Media ein quasi an Größe gewonnen, quasi der Begriff auch. Danach gehen wir weiter zu Conversion-Optimierung, wie wir es haben. Conversion-Optimierung hat auch immer etwas mit unserer Webseite im Groben zu tun. Also bei Conversion-Optimierung versucht man immer, die Webseite so zu optimieren, dass ein User ein gewisses Ereignis ausführt. Also eine Conversion kann ich jetzt für mich betiteln, das kann jetzt alles sein. Also ich kann für mich jetzt mal als Beispiel betiteln, eine Conversion ist, dass der User auf unsere Webseite kommt und das Kontaktformular ausfüllt, also uns eine Anfrage sendet. Es kann aber auch sein, dass er durch unsere Webseite uns auf Social Media noch folgt, weil er einen Button gefunden hat von unserem LinkedIn-Account oder sonstiges. Das kann man eben auch durch verschiedene Tools tracken. Ein Beispiel wäre dazu Google Analytics. Eben, man versucht immer den Kunden nochmal im Speziellen für eine gewisse Handlung quasi, man fordert ihn auf, eine gewisse Handlung zu vollziehen. Das kann auch bei Social Media sein, im Instagram-Account. Man kann in die Biografie als Beispiel reinschreiben, wenn du Interesse hast an dieser und solcher Dienstleistung, dann schreib mir doch eine DM, also eine Direktnachricht oder Direct Message oder besuche meine Webseite. Eben nicht nur bezogen auf unsere Webseite, aber man kann das auf sozusagen allen Medien quasi vollziehen. Dann haben wir noch den Punkt Affiliate Marketing. Affiliate Marketing eben hört man auch den deutschen Begriff Empfehlungsmarketing. Affiliate Marketing könnte jetzt sein, ich bin ein Betreiber einer Webseite, einer Webplattform oder sei es jetzt zum Beispiel der Musikanbieter Spotify. Ich kann jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt einen neuen User gewonnen und will, dass der User noch einen neuen Freund einladet. Dafür gebe ich ihm die ersten 2 Monate oder so, also ich gebe ihm eine Gegenleistung. Die ersten 2 Monate bekommt er dafür gratis, aber er soll dafür einen Freund quasi einladen, den Dienst auch zu nutzen. Oder im klassischen Empfehlungsmarketing
Der Kunde ist auch so begeistert von meiner Dienstleistung, dass er einfach mich weiterempfiehlt, dass er das Unternehmen den Freunden oder den anderen Partnerunternehmen weiterempfiehlt.